ist der Tag der Verfolger. Die vier Mannschaften hinter dem Top-Trio in der Tabelle im direkten Duell gegeneinander. Hier geht es also heute um richtige Big Points und damit ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es ein gutes Spiel wird, ein leidenschaftliches Spiel. Die Jungs sollen 100% abliefern. Wir müssen einfach die Zuschauer auch mitnehmen, dass es einfach ein Fußballfest werden kann. Ja, heute sind die Jungs dran. Die müssen es beweisen, dass sie hier mit Leib und Seele auf dem Platz alles geben. Saarbrücken gegen Waldhof, das ist eine heißgeliebte Rivalität. Fangen wir an zu genießen. Das ist jetzt mal Tempo. Er macht es selber. Otvi, Martin Winkler macht das fantastisch und bringt den Waldhof in Führung. Abgelegt. Das ist die Chance. Knapp verfehlt. Kasim Rabic. Und dann ist Schluss fürs Erste. Es steht uns ein spektakulärer Fußballnachmittag bevor. Bringt den Ball. Und da sind gleich zwei Pfosten. Oh, da hat die Zuordnung überhaupt nicht gepasst. Und Tesche. Tesche nutzt diesen Bruchteil einer Sekunde. Oh, Hauptmann, robust. Und das ist das 1:0. 52. Minute Dresden durch Wien, na klar, Ahmed Aslan. Tesche, nichts ist es. Boah, und es wird, ich glaube man hört's, laut. Die ist gut, Engelhardt. Und das war's dann auch. Es bleibt bei diesem Ergebnis. Sie gewinnen an der Bremer Brücke mit 1:0. Erstmal die Ecke. Der Waldhof in Unterzahl. Und dann ist es auch passiert. Janne Tölke mit dem Ausgleich. Der FCS ist wieder da. Er ist gut, Tölke. Und der Nachschuss. Der FCS dreht das Derby. Und dann ist das Spiel zu Ende. Einfach genial. Also heute hat halt alles gepasst. Ne? Fans hier sind erleichtert und pure Emotionen einfach. Der erste FC Saarbrücken schlägt den Waldhof in 2:1 und ist Südwest-Derby-Sieger. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.